Listen to Science, der Wissenschaftspodcast der Volkswagen Stiftung. Lieber Herr Hoffmann, lieber Herr Lorenz, lieber Herr Schaub, meine sehr verehrten Damen und Herren, namens der Volkswagen Stiftung heiße ich Sie herzlich willkommen zu unserem Forum für Zeitgeschehen, das in bewährter Manier versucht, Aspekte des Zeitgeschehens noch einmal mit Blick auf unsere heutige Zeit zu reflektieren und sozusagen ein paar Sichtachsen zu schaffen, die man vielleicht nicht mehr so ohne weiteres erkennt. Als 1939 in Berlin von den Nationalsozialisten die Arbeitsgemeinschaft für Kernphysik gegründet wird, informell auch Uranverein genannt, ist dies eine Reaktion auf eine Entdeckung, die nicht nur die Physik revolutioniert, die Entdeckung der Kernspaltung. Die beiden Chemiker Otto Hahn und Fritz Straßmann sowie die Physikerin Lise Meitner, übrigens die erste Frau, der die Venia-Legende in Physik verliehen wurde, hatten 4 Jahre lang eng zusammengearbeitet. 1938 war Lise Meitner allerdings aus Deutschland geflohen, um der Judenverfolgung zu entgehen. Hahn schrieb ihr im Winter 1938 von den unerwarteten Versuchsergebnissen und schon wenige Wochen darauf veröffentlichten Meitner und ihr Neffe Otto Rudolf Frisch einen entsprechenden Artikel in Nature. Otto Hahn wurde 1944 für seine Entdeckung mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet. Das nationalsozialistische Regime wollte mit der Gründung des Uranvereins die Kernspaltung militärisch nutzbar machen. Hahn wurde von der Regierung dafür gerügt, seine Erfindung öffentlich und damit weiteren Nationen zugänglich gemacht zu haben. Die Forschung ist jedoch uneins, ob es den deutschen Wissenschaftlern bis 1945 wirklich gelang, eine kontrollierte nukleare Kettenreaktion in einem Reaktor zu erzeugen. Während des Krieges war Lise Meitner an der Akademie in Stockholm beschäftigt und wissenschaftlich und beruflich eher eine Randfigur. 1943 lud man sie in die Vereinigten Staaten ein, um in Los Alamos an der Entwicklung der Atombombe mitzuarbeiten. Doch sie lehnte trotz finanzieller Schwierigkeiten ab. Als die Amerikaner im August 1945 2 Atombomben über Japan abwarfen, hörten auch 10 Mitglieder des sogenannten Uranvereins in britischer Kriegsgefangenschaft davon. Nach Ende des Krieges engagierten sich viele ehemalige Mitglieder des Uranvereins für die friedliche Nutzung der Kernenergie, für Abrüstung und Völkerverständigung. Otto Hahn gehörte beispielsweise 1957 zu den Verfassern der sogenannten Göttinger Erklärung, in der sich 18 westdeutsche Atomwissenschaftler gegen die Aufrüstung der Bundeswehr mit Kernwaffen wandten. Um genau diesen Zeitraum, also zwischen 1938 und 1957, geht es in den beiden Kurzvorträgen von Dieter Hoffmann und Robert Lorenz zum Auftakt unseres heutigen Forums für Zeitgeschehen. Zuvor ist es aber auch heute wieder so, dass gewissermaßen in bewährter Manier die Quellen und Originaldokumente den ersten Platz einnehmen, um uns zunächst zurückzuversetzen in die Zeit, als die Arbeitsgruppe Hahn, Meitner, Straßmann im Labor arbeitete. Die Protagonisten und Meitners Neffe Otto Robert Frisch kommen zu Wort durch Briefe, aus denen Günther Schaub nun Auszüge lesen wird. Ich wünsche uns allen einen wirklich interessanten und unterhaltsamen Abend und gebe jetzt das Wort weiter an Herrn Schaub. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Brief von Lise Meitner an Otto Hahn, 4. Armee, 15. Armeekorps, Feldwetterstation Nummer 2 Richtung Lille. Berlin, 27. Februar 1915. Lieber Herr Hahn, ich habe jetzt schon recht lange nichts direkt von Ihnen gehört und bin doch sehr gespannt, was Sie eigentlich machen. Aus dem Labor kann ich als erfreulich berichten, dass die Verdünnungsarbeit nun endlich zum Klappen kommt. Ich habe die ganzen Sachen mehrmals im Laufe der Zeit durchgemessen. Es gibt eine gute Übereinstimmung zwischen der theoretischen und der experimentellen Kurve und jetzt stimmen auch die verschiedenen Berechnungen. Sehr viel wird sich trotzdem aus der Arbeit nicht machen lassen. Ich will versuchen, es gelegentlich zusammenzuschreiben und Ihnen zur Begutachtung vorzulegen.
Habe ich Ihnen eigentlich geschrieben, dass ich neulich zwei türkischen Prinzen, die unser Institut beehrten, etwas vormachen musste? Es ging ganz glatt und ich kriegte einen huldvollen Dank mit der Versicherung, dass die kaiserlichen Hoheiten zum ersten Mal die Ehre hätten, ein Fräulein Doktor kennenzulernen. Ich bin natürlich ganz aufgeblasen vor Stolz, was ich mir bei meiner geringen Dicke ja leisten kann. Nun, gute Nacht, sonst schreibe ich noch mehr Unsinn. Sagen Sie bitte, können Sie sich vielleicht erinnern, ob ich von den Fortschritten der Röntgentechnik meinen Artikel gezahlt gekriegt habe? Brief von Otto Hahn an Lise Meitner in Stockholm. Berlin, 19. Dezember 1938. Es ist jetzt 11 Uhr abends. Um 11.30 Uhr will Strassmann wiederkommen, sodass ich nach Hause kann allmählich. Es ist nämlich etwas bei dem Radiumisotop, was so merkwürdig ist, dass wir es vorerst nur dir sagen. Die Halbwertszeiten der drei Isotope sind recht genau sichergestellt. Sie lassen sich von allen Elementen außer Barium trennen. Alle Reaktionen stimmen, nur eine nicht. Wenn nicht höchst seltsame Zufälle vorliegen, die Fraktionierung funktioniert nicht. Immer mehr kommen wir zu dem schrecklichen Schluss, unsere Radiumisotope verhalten sich nicht wie Radium, sondern wie Barium. Wie gesagt, andere Elemente, Transurane, kommen nicht in Frage. Ich habe mit Strassmann verabredet, dass wir vorerst nur dir dies sagen wollen. Vielleicht kannst du irgendeine fantastische Erklärung vorschlagen. Wir wissen dabei selbst, dass es eigentlich nicht in Barium zerplatzen kann. Jetzt kommen die Weihnachtsferien und morgen ist die übliche Weihnachtsfeier nach so langer Zeit ohne dich. Lise Meitner antwortete Hahn bereits am 21. Dezember. Eure Radiumresultate sind sehr verblüffend. Ein Prozess, der mit langsamen Neutronen geht und zum Barium führen soll, mir scheint vorläufig die Annahme eines so weit verbreiteten Zerplatzens sehr schwierig. Aber wir haben in der Kernphysik so viele Überraschungen erlebt, dass man auf nichts ohne weiteres sagen kann, es ist unmöglich. Otto Robert Frisch, ein Neffe Lise Meitners und im Exil in Kopenhagen, war über das Weihnachtsfest 1938 in Schweden zu Besuch. Er schreibt: Als wir an diesem Punkt angelangt waren, setzten wir uns auf einen Baumstamm. Die ganze Diskussion hatte während eines Spaziergangs durch den verschneiten Wald stattgefunden. Dann begannen wir auf kleinen Zettelchen zu rechnen und fanden, dass die Ladung des Urankerns tatsächlich genügte, um die Oberflächenspannung fast vollständig zu überwinden. Der Urankern glich also tatsächlich einem wackelnden, unstabilen Tropfen, der bei der geringsten Provokation, wie zum Beispiel beim Aufprall eines einzigen Neutrons, in zwei Teile zerfallen konnte. Doch es stellte sich ein weiteres Problem. Nach der Spaltung wurden die zwei Tröpfchen durch ihre Abstoßung voneinander getrennt und auf eine hohe Geschwindigkeit, das heißt ein hohes Energieniveau von rund 200 Megaelektronenvolt gebracht. Woher konnte diese Energie kommen? Zum Glück erinnerte sich Lise Meitner an die empirische Formel zur Berechnung von Kernmassen. Wir fanden heraus, dass die zwei Kerne, die sich bei der Spaltung des Urankerns bildeten, insgesamt leichter als der ursprüngliche Urankern sein würden. Wenn aber Masse verschwindet, entsteht Energie, nach Einsteins Formeln E gleich M mal C Quadrat. Nun entsprach ein Fünftel Protonenmasse 200 Megaelektronenvolt. Hier war also die Energiequelle. Alles stimmte. Brief Lise Meitners an ihren Bruder Walter. Stockholm, den 2. Januar 1947. In einem Interview, das er in Hamburg vor seiner Einreise nach Schweden gab, sagte er, er sei glücklich, dass sich die Deutschen nicht mit der Konstruktion einer Atombombe und dem sinnlosen Töten Tausender von Menschen, wie es bei Hiroshima geschehen ist, belastet hätten. Hätte er dazu gesetzt, er sei darüber froh, weil so viel anderes Schreckliches in Deutschland geschehen sei, so wäre die Sache in Ordnung gewesen. Aber als Richter der Alliierten aufzutreten, ohne mit einem Wort die vergangenen Schrecknisse der Nazis zu erwähnen, scheint mir eine unglückliche Einstellung.
Dass Hahn nie die Konstruktion einer Atombombe gewünscht hat, ist sicher wahr. Aber er weiß natürlich, dass die deutschen Wissenschaftler, soweit sie dafür in Frage kamen, auf diese Konstruktion hingearbeitet haben und sie einfach nicht das nötige Wissen und auch nicht die technischen Mittel hatten, sie durchzuführen. Jetzt wird eine Legende geschaffen, moralische Rücksichten hätten die Deutschen veranlasst, die Bombe nicht zu konstruieren. Die Alliierten haben einen sehr großen Teil der wissenschaftlichen Korrespondenz aus der Nazizeit in Händen und wissen genau, was vorgegangen ist. Natürlich ist es sehr begreiflich, dass Hahn Deutschland auf jede Weise helfen will, aber er ist zu naiv, um tiefer sehen zu können. Und vielleicht ist es zu viel verlangt, dass er es versuchen sollte. Da zu der eifrig verdrängten Vergangenheit ich selbst gehöre, hat Hahn in keinem seiner mehrfach gegebenen Interviews unsere langjährige Zusammenarbeit oder auch nur meinen Namen erwähnt. Ja, soweit ein erster Einblick in Originaldokumente. Wir kommen jetzt zu den beiden Vortragenden. Das ist zunächst Professor Dr. Dieter Hoffmann. Er forscht am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte und lehrt an der Humboldt-Universität zu Berlin. Schwerpunkt seiner Forschung ist die Physik und die Wissenschaftsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, insbesondere die wissenschaftshistorische Biografik und die Geschichte wissenschaftlicher Institutionen. Berlin als herausragendes Zentrum von Wissenschaft und Technik spielt dabei immer wieder eine zentrale Rolle. Er hat sich auch beschäftigt mit der Wissenschaftsgeschichte im Dritten Reich und in der ehemaligen DDR. Zurzeit forscht er zur Geschichte der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt während des Dritten Reichs. Das Projekt untersucht insbesondere die Einbettung in die wissenschaftlichen und politischen Kontexte, listet damals aktuelle Forschungsthemen auf und untersucht die Gründung neuer Forschungsbereiche und der Reorganisation einiger traditioneller Forschungsfelder im Rahmen der NS-Wissenschaftspolitik, der Außenpolitik und der NS-Ideologie. Zusammen mit einer international zusammengesetzten Forschergruppe untersucht er zudem die Geschichte der Quantenphysik. Als zweiten Vortragenden werden wir dann später Dr. Robert Lorenz hören. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Göttinger Institut für Demokratieforschung. Einige von Ihnen, die bei unseren Veranstaltungen mit NDR Kultur dabei waren, werden ihn möglicherweise schon kennen, denn er hat eine äußerst lesenswerte Dissertation zum Thema Protest der Physiker, die Göttinger Erklärung von 1957 verfasst und dafür damals 2011 den Opus Primum, also den Förderpreis der Volkswagen Stiftung für die beste Nachwuchspublikation erhalten. Robert Lorenz studierte Politikwissenschaften, Wirtschaft und Sozialpsychologie sowie Sozialpolitik an der Göttinger Universität. Vor kurzem abgeschlossene Projekte behandelten die Geschichte und Perspektiven deutscher und österreichischer Gewerkschaften. Derzeit beschäftigt er sich verstärkt mit dem Thema politische Führung, sicher ein besonders aktuelles Thema. Bevor wir den Vortrag dann von Herrn Lorenz hören, wird also zwischen den beiden Vorträgen Herr Schaub noch einmal dann den Text der Göttinger Erklärung lesen. Aber zunächst, Herr Hoffmann, haben Sie das Wort. Bitte. Ja, meine Damen und Herren, lieber Herr Krull, schönen Dank für die Einladung und die freundliche Einführung. Als vor fast genau 80 Jahren den Nationalsozialisten die Macht in Deutschland übertragen wurde, da markierte dies eine tiefe historische Zensur mit nachhaltigen und katastrophalen historischen Konsequenzen. Darüber hinaus war auch oder speziell die deutsche Wissenschaft und Technik davon in gravierender Weise betroffen. Dieser gravierende Einschnitt war aber nicht nur, wie lange Zeit die zeithistorische Erinnerung, aber auch die Wissenschaftsgeschichte einseitig kolportiert hat, durch einen beispiellosen Exodus von Gelehrten und einem Niedergang der wissenschaftlichen Forschung geprägt. Für Letzteres wird immer wieder die obskure deutsche Physik verwiesen, die nach den Worten ihrer Schöpfer, Zitat, eine rassisch blutmäßig bedingte Wissenschaft propagierte und eine, Zitat, von den Menschen
nordischer Rasse erfundene Art und Weise, die Welt der Erscheinung gesetzmäßig zu begreifen, suchte. Diese sogenannte arische Wissenschaft stellte sich insbesondere gegen die moderne Physik und diffamierte sie als eine jüdische Wissenschaft, für deren Vertreter kein Platz mehr in Deutschland sein sollte. Allerdings war die sogenannte deutsche Physik, die auch in anderen Fachgebieten, wie beispielsweise deutsche Mathematik oder deutsche Chemie, ihre Ableger hatte, sowohl im Hinblick ihrer Vertreter als auch ihres politisch-ideologischen Einflusses sehr beschränkt und zeitlich begrenzt. Nach den Worten von Karl Friedrich von Weizsäcker war sie eines der absurden Nebentheater des Regimes. Kann man für Gebiete wie der theoretischen Physik durchaus von einem Niedergang während des Dritten Reiches sprechen, für den die deutsche Physik aber vor allem rassistisch motivierte Vertreibungspolitik der Nazis mitverantwortlich war? So lässt sich für viele und vor allem anwendungsorientierte Forschungsgebiete konstatieren, dass die Jahre des Dritten Reiches keineswegs von Zerfall und Niedergang, sondern von Förderung, Budgetaufwüchsen und einem allgemeinen Aufschwung geprägt waren. Mit der Entdeckung der Urankernspaltung durch Otto Hahn, Lise Meitner und Fritz Strassmann im Winter 1938-39 lässt sich sogar eine Jahrhundertentdeckung für die Zeit des sogenannten Tausendjährigen Reiches datieren. Hier sieht man den sogenannten Labortisch, aber das ist sozusagen eine künstlich arrangierte Anordnung. Die Geräte, die hier zusammengefasst sind, standen nämlich in unterschiedlichen Räumen. Allerdings erfolgte diese Entdeckung weniger wegen der nationalsozialistischen Wissenschafts- und Forschungspolitik, sondern eher trotz dieser, denn ihre Protagonisten waren mit Hahn und Strassmann erklärte Hitlergegner und, Herr Kohl hat schon darauf hingewiesen, Lise Meitner hatte aus Nazi-Deutschland wenige Monate vor der Entdeckung fliehen müssen. Die große Entdeckung wurde aber nicht nur sehr schnell von der Scientific Community erkannt. Auch Politiker begannen sich umgehend für die Konsequenzen der Entdeckung zu interessieren. So hatte im Sommer 1939 der Berliner Physiker Siegfried Flügge, ein Mitarbeiter Hahns am KWI für Chemie, berechnet und diese Berechnung nicht nur in einer Fachzeitschrift, sondern auch in einer Tageszeitung publiziert, von dem wir hier ein Faksimile sehen, dass man mit der Energiemenge, die bei der Spaltung von 1 Kilogramm Uran freigesetzt würde, den gesamten Wannsee, also den größten See in Berlin, etwa 10 Kilometer hoch in die Stratosphäre schießen könne. Solche Modellrechnungen beflügelten natürlich die Fantasien von Politikern und Militärs, dies im Übrigen weltweit. Denn es war klar, dass man damit zumindest prinzipiell einen Sprengstoff besaß, der alles dann Bekannte in den Schatten stellte. Wissenschaftler wie der Göttinger Physiker Wilhelm Hahnle und Georg Jodz oder der Hamburger Physikochemiker Paul Hartnick hatten zudem im Frühjahr 1939 in Briefen an das Reichserziehungsministerium bzw. das Heereswaffenamt auf das wirtschaftliche und militärische Potenzial der Entdeckung aufmerksam gemacht. Keineswegs zufällig wurde so im Frühjahr eine erste Zusammenkunft im Reichserziehungsministerium zu dieser Frage durchgeführt. Und dann wenige Tage nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs im September 1939 unter Schirmherrschaft des Heereswaffenamtes, die jetzt sozusagen natürlich das Prä hatten, der Erste Weltkrieg war ausgebrochen, der sogenannte Uranverein gegründet, dem die führenden Atomwissenschaftler Deutschlands angehörten und der sich mit den technischen und vor allem militärtechnischen Konsequenzen der Kernspaltung beschäftigen sollte. Ähnliche Gremien wurden damals im Übrigen in fast allen oder in allen Wissenschafts- und Industrienationen ins Leben gerufen, denn auch dort war man natürlich nicht auf den Kopf gefallen und hatte das Machtpotenzial dieser Entdeckung erkannt. In Berlin wurde für die Uranforschung das erst wenige Jahre zuvor neu erbaute Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik von den Militärs, also vom Heereswaffenamt, rekruiert und mit entsprechenden Forschungen begonnen. Diese standen unter der Leitung von Kurt Diemner, einem Physiker am Heereswaffenamt und einem eher zweitklassigen, aber allerdings keineswegs unfähigen Physiker, auf den später noch kurz zurückzukommen sein wird.
Der eigentliche Kopf und spätere Leiter des Uranvereins war jedoch Werner Heisenberg, damals der als Begründer der Quantenmechanik und Nobelpreisträger der wohl angesehenste und bedeutendste Physiker in Deutschland, der damals noch in Leipzig wirkte und in Leipzig mit Experimenten begann, die auf die Entwicklung einer Uranmaschine, das heißt eines Reaktors, zielten. Dieser war im Übrigen, und das war natürlich jedem Physiker und nicht zuletzt auch Heisenberg klar, eine unabdingbare Voraussetzung für den Bau einer Atombombe. Als den Militärs aber klar wurde, dass eine Atombombe nicht über Nacht entwickelt werden könnte und für den aktuellen Krieg, dem ja eine Blitzkriegsstrategie zugrunde lag, wohl nicht mehr zum Einsatz kommen würde, gab man das KWI in die vermeintlich zivile Nutzung durch die KWG zurück und Heisenberg wurde 1940 von Leipzig aus zum Direktor des Instituts berufen. Zugleich fand eine Restrukturierung des Uranprojektes statt. Das Nahziel war jetzt die Entwicklung eines Reaktors, aber auch dieser war alles andere von rein ziviler Natur, besaß ja doch für Deutschland das rohstoffarm und Probleme auch mit der Energieversorgung hatte, wegen dieser Energieressource eine immense geostrategische Bedeutung. Zudem wurde darüber spekuliert, dass man Atomreaktoren in einer miniaturisierten Form natürlich auch für U-Boote oder Panzer hätte sozusagen einsetzen wollen. Entscheidend für die zivile Rückstufung des Projekts waren zwei Konferenzen, die im Februar und Juni 1942 in dem Tagungshaus der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft durchgeführt werden und auf denen vornehmlich von Wissenschaftlern Bilanz gezogen wurde und klargestellt wurde, dass die Entwicklung einer Atombombe weder kurz- noch mittelfristig realistisch war, das heißt für die damalige Blitzkriegsstrategie irrelevant war. Das war sozusagen der Austausch zwischen Wissenschaft und Politik, die dort prominent vertreten waren. Es geht sozusagen damals also die Geschichte um, dass Heisenberg gefragt wurde, wie groß so eine Atombombe sein sollte. Und er sagte in etwa, die kritische Masse hätte die Größe einer Ananas. Und das stieß natürlich auf Erstaunen. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass mehr oder weniger parallel zur Entscheidung in Deutschland, das Uranprojekt zurückzustufen, in Amerika beschlossen wurde, die Entwicklungsarbeiten für eine Atombombe zu beschleunigen und dafür ein gigantisches und alles bisherige in den Schatten stellende Forschungsprogramm zu initiieren, das sogenannte Manhattan-Projekt, für das der berühmte Brief von Einstein an Leo Szilard aus dem Jahr 1933 und in dem Einstein und Szilard ihre Besorgnis äußerten, dass in Deutschland solche Arbeiten durchführen würde und Amerika damit verwundbar würde und sozusagen Deutschland damit das Mittel in die Hand bekommen würde, seine Weltmachtfantasien im Grunde durchzusetzen. Dieser Brief war nur ein Baustein in den Interessenmosaik, das in Amerika gab, und auch die amerikanischen Physiker wussten davon. Und es wurde dann dieses Manhattan-Projekt sozusagen eingerichtet, just zu dem Zeitpunkt, als man in Deutschland solch ein Projekt nicht finanzieren wollte oder durchsetzen wollte, aus verschiedenen Gründen, obwohl zu dieser Zeit die rein wissenschaftlich gesehen die deutschen und die amerikanischen Forscher im Grunde gleich auf, man könnte sogar sagen, dass die Deutschen eine Nase vorn hätten. Aber das ist sozusagen rein theoretisch. Und es sollte nur sagen, dass Deutschland natürlich auch sein Manhattan-Projekt hatte. Das war im Grunde das Peenemünder-Raketenprojekt von Werner von Braun. Und abgesehen von allen anderen Dingen hätten sozusagen zwei solche Projekte sicherlich die Volkswirtschaft und die Möglichkeiten Deutschlands überspannt. Trotz der Rückstufung des deutschen Uranprojektes wurde dieses natürlich auch nach 1942 durchgeführt, wobei klar war, dass das erklärte Ziel eines Uranmeilers nur der erste und notwendige Schritt auf dem Wege zu einer Atombombe sein würde. Und die Bemerkungen von Robert Otto Frisch zielen auf diese Tatsache.
Insofern ist es auch kein Zufall, dass man sich trotz des zivilen Charakters auch dort zu militärtechnischen Anwendungen, sprich die Atombombe, seine Gedanken machte. So meldete etwa Karl Friedrich von Weizsäcker, enger und ehrgeiziger Mitarbeiter von Heisenberg, beispielsweise im Frühsommer 1941 ein Geheimpatent zur möglichen Verwendung von Plutonium als Kernsprengstoff in einer Bombe an. Dieses Patent ist erst vor wenigen Jahren entdeckt worden und hat seitdem zu vielfältigen und auch sensationsträchtigen Spekulationen Anlass gegeben. Ohne die Patentschrift bagatellisieren zu wollen, sei aber festgestellt oder ausdrücklich festgestellt, dass es sich dabei keineswegs um ein konkretes Bombendesign handelte. Davon waren die deutschen Physiker und Techniker im Gegensatz etwa zu ihren amerikanischen Konkurrenten meilenweit entfernt. Allerdings belegt die Tatsache einer solchen Patentes aber auch, dass entgegen der nach dem Krieg kolportierten und namentlich von Weizsäcker beförderten Auffassung, auf die wir gleich noch zurückkommen werden, man nicht nur an den Reaktor, also an die zivile Nutzung, sondern vermeintlich zivile Nutzung, sondern durchaus auch in militärtechnischen Kontexten dachte. Sicherlich waren diese nicht im Fokus der Forschung der Gruppe um Heisenberg. Auch wollte man nicht unbedingt Hitler eine Atombombe in die Hand geben. Doch hat man keineswegs ihre Entwicklung bewusst und aus moralischen Motiven hintertrieben oder gar sabotiert, wie Erklärungen deutscher Physiker in der Nachkriegszeit und namentlich das Buch von Robert Jungkeller als 1000 Sonnen es suggerieren wollen. Spätestens mit Mark Walkers fundamentaler Dissertation Mythos und Wirklichkeit der deutschen Atombombe aus dem Jahr 1989, 1990, dann bei Siedler hier in Deutschland erschienen, ist dies eindeutig belegt. Dass es sowas wie einen militärischen Zweig der deutschen Atomforschung gab, belegen die Forschungen, die weitgehend unabhängig vom sogenannten Uranverein um Heisenberg am Heereswaffenamt unter Kurt Diebner und bei der Reichspost betrieben wurden. Diese sind in der Nachkriegszeit und auch noch viele Jahrzehnte danach bewusst beschwiegen oder kleingeredet worden. In jüngster Zeit haben die verdienstvollen Forschungen des Berliner Wirtschaftshistorikers Rainer Karsch hier Licht ins Dunkel gebracht und gezeigt, dass diese Forschung keineswegs eine Marginalie in der deutschen Atomforschung waren. Auch wenn ich seiner Behauptung nicht zu folgen vermag, dass die Entwicklungsarbeiten dieser Gruppe so weit gediehen waren, dass man im Frühjahr 1945 über ein Bombendesign verfügte oder sogar noch eine nukleare Testexplosion in Thüringen realisiert hat. Beispielsweise beschäftigte sich der Erfinder Manfred von Ardenne in seinem Privatlabor in Berlin-Lichterfelde im Auftrag des Postministeriums mit kernphysikalischen Fragen. Und in diesem Zusammenhang war sein Mitarbeiter Friedrich Hautermanns unabhängig von Weizsäcker ebenfalls zu der Erkenntnis gelangt, dass nicht nur das so schwierig herzustellende Uranisotop 235, sondern auch ein transuranisches Element mit der Ordnungszahl 94, heute als Plutonium bekannt und der klassische sozusagen Kernsprengstoff, ein Kernbrennstoff sein konnte. Noch wichtiger und explizit auf die Entwicklung einer Atombombe gerichtet waren die Forschungen von Kurt Diebner vom Heereswaffenamt, den man generell als der militärische Protagonist der Kernphysikforschung in Deutschland bezeichnen kann, der ja auch verantwortlich war für die Inauguration des Uranvereins im September 1933. Dieser unterhielt in der Heeresentwicklungsstelle Gottorf ein Labor, wo sehr erfolgreiche eigene Reaktorexperimente mit Uranwürfeln durchgeführt wurden. Hier sieht man die Konstruktion, werde sie gleich noch mal zeigen. Hier, das ist sozusagen der Unterschied auch zu Heisenberg. Heisenberg arbeitet mit einer Schichtenanordnung, die für den theoretischen Physiker den Vorzug hat, dass man sie leichter rechnen kann. Aber diese Uranwürfelanordnung ist praktisch der Weg, wo man sozusagen hätte besser eine Kernreaktion realisieren konnte. Und nach der Auffassung von Karsch konnte Diebner sogar in Gottow ein kritisches Reaktorexperiment realisieren, was Heisenberg nicht konnte. Allerdings ist dieser
dieser Fakt durchaus noch historisch umstritten. All diese Entwicklungen, die ich hier kurz skizzierte, wurden dann durch die Kriegsentwicklungen abgebrochen. Vor der immer näher rückenden Front wurde Diemners Forschungsstelle Gottow in der Nähe von Berlin nach Thüringen evakuiert, wo die Forschungen nicht mehr fortgeführt werden konnten. Heisenbergs Berliner Kaiser-Wilhelm-Institut war schon Anfang 1945 nach Süddeutschland, nach Hechingen bzw. Haigerloch in der Schwäbischen Alb verlagert worden, wo in einem bombensicheren Weinkeller ein letzter Versuch, einen kritischen Reaktorversuch durchzuführen, aber scheiterten. Trotz dieses Scheiterns waren die deutschen Atomforscher für die Alliierten aber von eminentem Interesse. So hatte man im Rahmen des Manhattan-Projekts eine Spezialeinheit gebildet, die als sogenannte Alsos-Mission in vorderster Front zusammen mit den vorrückenden amerikanischen Truppen Jagd auf die deutschen Atomforscher und ihre Forschungsmittel und Erkenntnisse machten. Dabei wurde nicht nur der Reaktor in Haigerloch abgebaut und zusammen mit anderen erbeuteten Uran, zum Beispiel das der Diemner-Gruppe, dem amerikanischen Manhattan-Projekt und für die Konstruktion der ersten Atombombe zur Verfügung gestellt. Vor allen Dingen sollte es nicht in andere Hände, namentlich in die der Franzosen, fallen. Darüber hinaus wurden 10 deutsche Wissenschaftler auch gefangen gesetzt und für ein halbes Jahr in Farm Hall, einem Farmhaus des britischen Geheimdienstes bei Cambridge, in strenger Isolierung von der Außenwelt für 6 Monate interniert. Hier sind die 10 Wissenschaftler und das ist das idyllische Harmholz. Als Gast, und sie waren in dem Sinne nicht offiziell Kriegsgefangene, sondern Guest of Her Majesty. Dennoch, trotz dieses Gaststatus, wurden sie systematisch abgehört und ihr Wissen so versucht nutzbar zu machen. Ihre Auswahl folgte weitgehend praktischen Interessen. Vor allen Dingen wollte man ihr Wissen abschöpfen, unter anderem zur Isotopenanreicherung der wichtigsten Frage bei der Atombombenentwicklung. Generell war das Ziel der Internierung zu erfahren, erstens, was die deutschen Atomforscher über die Atombombe wussten, um dieses Wissen für die eigene, sich im Endstadium befindliche Bombenentwicklung vielleicht noch nutzen zu können. Zweitens, wie sahen die Internierten ihre eigene Rolle und Stellung im Nazi-Deutschland? Wie ist die potenzielle Kooperationsbereitschaft der Internierten mit den Alliierten zu bewerten? Und drittens, wie stellen sich die Internierten die zukünftige Arbeit und den wissenschaftlichen Wiederaufbau im Nachkriegsdeutschland vor? Als die Internierten am 6. August übers Radio vom Atomabwurf auf Hiroshima fuhren, vermerkte das Abhörprotokoll, die Gäste waren über die Nachricht äußerst verblüfft. Und man wollte sozusagen nicht glauben, dass in diesem Wettrennen man so total unterlegen war. Und es begann intensive Diskussionen unter den Internierten, die unter anderem ein Memorandum mündeten, dass die Forschung des Uranfeinds, in dem festgestellt wurde, dass die Forschung des Uranfeinds ausschließlich der friedlichen Nutzung der Atomenergie gegolten habe. Die Arbeiten von Diemner, der auch zu den Internierten zählte, wurden marginalisiert und er zum Sündenbock einer zudem erfolglosen militärischen Anwendung gemacht. Ganz zu schweigen, dass man über andere Dinge gar nicht berührte. Damit war sozusagen der Mythos von der deutschen Atombombe etabliert und eine Sprachregelung gefunden, die Weizsäcker mit seinen Feststellungen auf den Punkt brachte. Wenn wir die Sache, und er in den Protokollen ist vermerkt, dass er einmal feststellte, wenn wir die Sache rechtzeitig genug angefangen hätten, hätten wir es irgendwie schaffen können. Ich meine, wir sollten uns jetzt nicht in Rechtfertigung ergehen, weil es uns nicht gelungen ist. Vielmehr müssen wir zugeben, dass wir gar nicht wollten, dass die Sache gelingt. Oder die Geschichte wird festhalten, dass die Amerikaner und die Engländer eine Bombe bauten, dass zur selben Zeit die Deutschen unter dem Hitlerregime eine funktionsfähige Maschine herstellten. Mit anderen Worten, die friedliche Entwicklung der Uranmaschine fand in Deutschland statt, während die Amerikaner und Engländer diese grässliche Kriegswaffe entwickelten. Mit anderen Worten, die Demokratie hat eine furchtbare Massenvernichtungswaffe entwickelt, wogegen man in der fürchterlichen Diktatur unter Hitler allein die friedliche Nutzung der Atomenergie verfügte. Es gibt kaum ein besseres Beispiel von Geschichtsklitterung.
Im Januar 1946 kehrten die Internierten eben nach der Frist von 6 Monaten, nach englischer Verfassung war das so, Gäste ihrer Majestät durften sozusagen nur genau 6 Monate ohne Gerichtsbeschluss festgesetzt werden, kehrte man nach Deutschland zurück und alle Beteiligten wurden fast ausnahmslos zu Zentralfiguren beim Wiederaufbau der Wissenschaften in Deutschland. Wobei sie mit ihrer neuen Autorität beitrugen, dass die in Farm Hall gefundene Sprachregelung über die im Dritten Reich betriebene Kernforschung als die Standardinterpretation weite Verbreitung fand und bis heute, muss man sagen, dominiert. Ganz wesentlich wurde dies durch das auflagenstarke Buch von Robert Jung verstärkt. Generell lässt sich feststellen, dass die Internierung bzw. die Internierten von Farm Hall uns an die Wurzeln westdeutscher Wissenschafts- und Forschungspolitik führen. Und nach meiner Meinung führt auch ein direkter Weg von Farm Hall zum Appell der Köttinger 18. Dies ist aber ein gänzlich anderes Thema, über das gleich mein Kollege Robert Lorenz sehr viel profunder berichten wird, als ich dies kann. Herzlichen Dank. Die Göttinger Erklärung von 1957. Die Pläne einer atomaren Bewaffnung der Bundeswehr erfüllen die unterzeichnenden Atomforscher mit tiefer Sorge. Einige von ihnen haben den zuständigen Bundesministern ihre Bedenken schon vor mehreren Monaten mitgeteilt. Heute ist eine Debatte über diese Frage allgemein geworden. Die Unterzeichnenden fühlen sich daher verpflichtet, öffentlich auf einige Tatsachen hinzuweisen, die alle Fachleute wissen, die aber der Öffentlichkeit noch nicht hinreichend bekannt zu sein scheinen. Erstens. Taktische Atomwaffen haben die zerstörende Wirkung normaler Atombomben. Als taktisch bezeichnet man sie, um auszudrücken, dass sie nicht nur gegen menschliche Siedlungen, sondern auch gegen Truppen im Erdkampf eingesetzt werden sollen. Jede einzelne taktische Atombombe oder Granate hat eine ähnliche Wirkung wie die erste Atombombe, die Hiroshima zerstört hat. Da die taktischen Atomwaffen heute in großer Zahl vorhanden sind, würde ihre zerstörende Wirkung im Ganzen sehr viel größer sein. Zweitens. Für die Entwicklungsmöglichkeit der lebensausrottenden Wirkung der strategischen Atomwaffen ist keine natürliche Grenze bekannt. Heute kann eine taktische Atombombe eine kleinere Stadt zerstören, eine Wasserstoffbombe aber einen Landstrich von der Größe des Ruhrgebiets zeitweilig unbewohnbar machen. Durch Verbreitung von Radioaktivität könnte man mit Wasserstoffbomben die Bevölkerung der Bundesrepublik wahrscheinlich schon heute ausrotten. Wir kennen keine technische Möglichkeit, große Bevölkerungsmengen vor dieser Gefahr sicher zu schützen. Wir wissen, wie schwer es ist, aus diesen Tatsachen die politischen Konsequenzen zu ziehen. Uns als Nichtpolitikern wird man die Berechtigung dazu abstreiten wollen. Unsere Tätigkeit, die der reinen Wissenschaft und ihrer Anwendung gilt und bei der wir viele junge Menschen unserem Gebiet zuführen, belädt uns aber mit einer Verantwortung für die möglichen Folgen dieser Tätigkeit. Deshalb können wir nicht zu allen politischen Fragen schweigen. Wir bekennen uns zur Freiheit, wie sie heute die westliche Welt gegen den Kommunismus vertritt. Wir leugnen nicht, dass die gegenseitige Angst vor den Wasserstoffbomben heute einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung des Friedens in der ganzen Welt und der Freiheit in einem Teil der Welt leistet. Wir halten aber diese Art, den Frieden und die Freiheit zu sichern, auf die Dauer für unzuverlässig, und wir halten die Gefahr im Falle des Versagens für tödlich. Wir fühlen keine Kompetenz, konkrete Vorschläge für die Politik der Großmächte zu machen. Für ein kleines Land wie die Bundesrepublik glauben wir, dass es sich heute noch am besten schützt und den Weltfrieden noch am ehesten fördert, wenn es ausdrücklich und freiwillig auf den Besitz von Atomwaffen jeder Art verzichtet. Jedenfalls wäre keiner der Unterzeichnenden bereit, sich an der Herstellung, der Erprobung oder dem Einsatz von Atomwaffen in irgendeiner Weise zu beteiligen.
Gleichzeitig betonen wir, dass es äußerst wichtig ist, die friedliche Verwendung der Atomenergie mit allen Mitteln zu fördern, und wir wollen an dieser Aufgabe wie bisher mitwirken. Fritz Popp, Max Born, Rudolf Fleischmann, Walter Gerlach, Otto Hahn, Otto Haxel, Werner Heisenberg, Hans Kopfermann, Max von Lauer, Heinz Meyer-Leibniz, Josef Mattauch, Friedrich Adolf Panet, Wolfgang Paul, Wolfgang Rietzler, Fritz Strassmann, Wilhelm Walcher, Karl Friedrich Freiherr von Weizsäcker, Karl Wirz. Ja, guten Abend. Ich stelle vielleicht einfach mal zu Beginn die ganz simple Frage: Was ist denn eigentlich die Göttinger Erklärung? Wir haben sie jetzt ja im Wortlaut gehört, und die große Frage, mit der ich mich gerne beschäftigen will, ist: Wie kam es denn eigentlich zur Göttinger Erklärung? Aber zunächst ist die Göttinger Erklärung ja ein Text, ne? Der passt ungefähr auf eine DIN A4-Seite, ist also sehr kompakt, sehr gut zu lesen. Und dieser Text ist, wie wir ja gehört haben, von 18 Kernphysikern, westdeutschen Kernphysikern, unterzeichnet worden. Und die haben diesen Text im April 57, das war kurz vor Ostern, an die Presse geschickt. Und nun wird ja viel an die Presse geschickt, aber es ist ja doch sehr erstaunlich, welche Wirkung die Göttinger Erklärung damals hervorgerufen hat. Also die Presse reagiert ja nicht auf alles, was man ihr schickt. Und die Göttinger Erklärung ist aber einen Tag später, kurz vor Ostern, wie gesagt, in den wichtigsten überregionalen Tageszeitungen Deutschlands oder Westdeutschlands, um genau zu sein, teilweise im Wortlaut abgedruckt worden und oder eben sehr aufwendig, sehr ausführlich in Kommentaren und Berichten besprochen worden. Ja, also es war ein ganz enormes mediales, massenmediales Ereignis, ein fulminanter Erfolg, was jetzt die Veröffentlichung anging und diese Breitenwirkung der Medien. Und sie war für mehrere Tage damals das beherrschende Thema in den Medien, so sehr, dass sogar auch die Auslandspresse darüber berichtet hat. Und das hatte auch zwei einfache Gründe zunächst, denn erstens richtete sich ja die Göttinger Erklärung an die Bevölkerung, aber auch an die Bundesregierung. Und zweitens war damals ja Wahlkampf. 1957 stand im Herbst die dritte Bundestagswahl an, und als die Göttinger Erklärung erschien, im Frühjahr 1957, begannen gerade die Wahlkampfmaschinen der Parteien warm zu laufen. Das heißt, es war eine sehr brisante Situation, in die Göttinger Erklärung damals fiel, und das hat sicherlich auch zu ihrer Wirkung beigetragen. Der eigentliche Anlass der Göttinger Erklärung, der sie ausgelöst hat, war der Bundeskanzler Konrad Adenauer, der Regierungschef. Der hatte nämlich einige Tage vor der Göttinger Erklärung gegenüber der Presse ein Statement abgegeben. Und da hatte er über Atomwaffen geredet und die Bundeswehr. Und zwar hatte Adenauer gesagt, es gebe eben zwei unterschiedliche Arten von Atomwaffen. Einmal die kleinen taktischen und die größeren strategischen Waffen. Und Adenauer hat gesagt, die kleineren taktischen Waffen, die vermeintlich kleineren, seien inzwischen ganz normale Waffen und gehören also auch zum normalen Arsenal-Equipment einer Armee, einer modernen Armee. Und das war natürlich schon eine ziemliche Untertreibung, denn natürlich waren das keine konventionellen Waffen. Wir wissen das heute. Charakteristisch für die Atomwaffe ist ja einmal ihre immense Sprengkraft, die sie entfaltet, aber als zweites Charakteristikum ist es ja die radioaktive Strahlung, die sie hinterlässt, dort, wo sie eingesetzt wird. Und das war natürlich bei kleinen Atomwaffen genauso der Fall. Adenauer hat aber den Eindruck erweckt, als handle es sich um gewöhnliche Waffen. Und das hat er dann zugespitzt in der Aussage, sie seien im Grunde nichts anderes, das ist ein Zitat, als eine Weiterentwicklung der Artillerie. Und das haben einige der Göttinger 18 in der Zeitung gelesen und daraufhin dieses Manifest veröffentlicht. Und darin zeigt sich die eigentliche Erklärung in der Göttinger Erklärung, nämlich die Atomphysiker haben sich selbst gegenüber der Öffentlichkeit erklärt. Sie haben nämlich gesagt, ich kann das auch nochmal zitieren, wir haben das zwar eben gehört, aber sie haben ja eine Empfehlung abgegeben, man könnte allerdings auch sagen, eine politische Forderung gestellt. Und zwar schrieben sie, Zitat, für ein kleines Land wie die Bundesrepublik glauben wir, dass es sich heute noch am besten schützt und den Weltfrieden noch am ehesten fördert, wenn es ausdrücklich und freiwillig auf den Besitz von Atomwaffen jeder Art verzichtet.
Und diese Empfehlung, wie Sie sie selbst nannten, haben Sie untermauert, noch zusätzlich mit der Konsequenz für sich selbst, die Sie ankündigten, nämlich, dass Sie nicht bereit seien, sich, Zitat, an der Herstellung, der Erprobung oder dem Einsatz von Atomwaffen in irgendeiner Weise zu beteiligen. Und die Göttinger Erklärung war aber vor allem auch ein ganz wichtiger Aspekt, eine Göttinger Aufklärung, wenn Sie so wollen. Und zwar schrieben die Göttinger 18 Jahre, dass eben auch die kleinen Atomwaffen, die Adenauer als konventionelle Waffen darstellte, dass auch die schon in der Lage waren, längst in der Lage waren, Städte auszulöschen. Und dass das, was man als kleine Atomwaffen, als taktische Atomwaffen damals begriff, dass das im Grunde genommen eine Bombe war, wie sie ja auch im August 1945 über Japan eingesetzt worden war. Also die kleinen Waffen waren inzwischen diejenigen, die damals die Städte Hiroshima und Nagasaki ausgelöscht hatten. Und das haben die Göttinger 18 nochmal in ihrer Erklärung geschrieben, um zu zeigen, dass das ja doch eine sehr drastische Untertreibung, man kann auch fast sagen, eine bewusste Irreführung des Bundeskanzlers ist. Und darüber haben sie aufgeklärt. Und sie haben ja auch geschrieben, dass sie selbst keine zuverlässige Methode kennen, die Bevölkerung vor solchen Waffen zu schützen, ja, vor dieser Strahlung insbesondere. Und das ist eigentlich die Kernaussage, wenn Sie so wollen, der Göttinger Erklärung. Das ist ja auch ein, wenn Sie so wollen, eine ganz wichtige Funktion parlamentarischer Opposition eigentlich, eine Kritik und eine Alternative zu formulieren. Und das haben die Göttinger 18 damals in ihrer Erklärung gemacht. Und das ist ja ein wichtiger Beitrag gewesen auch zur demokratischen Meinungsfindung, wenn man dann als wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger im September zur Wahl gehen soll. Die Bundesregierung stand ja faktisch auch zur Wiederwahl. Und das war ja ein ganz zentraler Bestandteil ihrer Politik. Und Adenauer hat ja den Eindruck erweckt, als seien das ganz normale Waffen. Und die Göttinger 18 haben eben eine andere Meinung vertreten, also eine, wenn Sie so wollen, differenzierte Meinung ermöglicht überhaupt erst. Und deswegen auch ist die Göttinger Erklärung damals zeitgenössisch, aber auch später und eigentlich bis heute immer wieder gelobt worden als ein couragierter Akt des Gewissens und der Moral. Und das ist ja auch ein durchaus sympathischer Gedanke, wenn Sie sich vorstellen, so eine Gruppe von Gelehrten erhebt sich aus der Abgeschiedenheit ihres akademischen Elfenbeinturms, um sich an eine breite Öffentlichkeit zu wenden, um diese zu warnen vor den Folgen einer riskanten Regierungspolitik. Und also die Experten stellen also ihren wissenschaftlichen Sachverstand in den Dienst der Gesellschaft, der Allgemeinheit. Das ist sicherlich auch eine ganz große Leistung der Göttinger Erklärung. Wenn man aber wissen will, wie solch ein Manifest entsteht und wann solche Impulse aus der Wissenschaft in die Gesellschaft wirken, dann müsste man wahrscheinlich aber noch andere Faktoren suchen. Denn einmal sollte man sich vergegenwärtigen, das war ja eine relativ große Gruppe von fast 20 Personen, und es ist fraglich, ob alle demselben Motiv anhingen oder demselben Motiv im gleichen Maße. Das waren ja völlig unterschiedliche Persönlichkeiten, in ganz anderen Lebenssituationen standen die. Die waren ja auch an ganz anderen Karrierestationen damals angelangt. Und danach sollte man eigentlich fragen, also eine Kontextanalyse machen. Was waren denn damals deren Interessen und was waren deren Ziele, die sie verfolgt haben, um festzustellen, inwiefern das in Verbindung steht mit der Göttinger Erklärung? Und hieße das denn umgekehrt, dass heute, wo solche Manifeste ja eher selten sind, dass Wissenschaftler gewissenlos sind oder gar keine Moral mehr haben? Also das wäre ja praktisch die umgekehrte Variante. Weiß ich nicht, ob man das behaupten kann, dass unsere Wissenschaftler heute unmoralisch und gewissenlos sind. Jedenfalls, wenn man auf diese Situation damals blickt, dann sollte man natürlich einmal die Nuklearforschung insgesamt betrachten als solche. Und die hatte sich eben fundamental gewandelt. Wir hatten das sehr schön vorhin in dem Vortrag gehört, da hatten Sie auch den Holztisch von Otto Hahn gesehen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg war die Kernforschung in ein völlig anderes Stadium getreten. Und das brachte auch ganz andere Kostendimensionen mit sich. Das heißt, experimentelle Kernphysik bedeutete, dass man große Apparaturen benötigt, eine ganze Infrastruktur von Forschung, riesige Forschungskomplexe eigentlich und auch Forschungsmaterialien, Rohstoffe, und die waren sehr selten, sehr teuer, und das war ein ganz großes Problem damals aus Sicht der Kernphysiker überall.
in Westdeutschland aber insbesondere. Und die Göttinger 18, viele von ihnen standen damals noch in der Forschung. Und die haben schon seit Gründung der Bundesrepublik versucht, für ihre Forschung Geldgeber aufzutreiben. Das ist ja eine typische Sache der Wissenschaft bis heute. Und damals haben sie sich eben gerichtet an den Staat und auch die freie Wirtschaft. Und das nur am Rande. Also die deutsche Atomwirtschaft ist keineswegs zurückgegangen, initiativ auf den Staat oder die Wirtschaft. Im Gegenteil, das waren die Atomwissenschaftler, die sich dafür stark gemacht haben, überhaupt die Möglichkeit von Kernforschung ins Bewusstsein zu rufen und dafür eben auch Gelder zu organisieren. Und Mitte der 50er Jahre hatten sie damit auch Erfolg. Es wurde dann der Bau eines Kernforschungszentrums beschlossen. Das ist das heute in Karlsruhe. Und das war ja ein großer Erfolg für die westdeutsche Kernphysik, denn damit hatten sie einen Forschungskomplex, der durchaus ermöglichte, mit der internationalen Forschungskonkurrenz ansatzweise mitzuhalten. Aber die westdeutsche Kernphysik stand noch vor ganz anderen Problemen. Und zwar betraf das die Kernphysik im Allgemeinen, die Kernkraft im Allgemeinen. Die hatte nämlich ein ganz schlechtes Image. Die hatte ein riesiges Imageproblem. Und zwar ist sie ja in erster Linie assoziiert worden damals mit Atomwaffen. Und es ist ja auch kein Wunder, denn die erste Anwendung, die in die Öffentlichkeit getreten ist, von der man gehört hatte, was Kernkraft eigentlich macht, das waren ja die Atombomben, die über Japan gefallen sind. Das heißt, Kernkraft war damals in erster Linie verknüpft mit dem Gedanken an Atomwaffen. Und das ging sogar so weit, dass, wenn man damals viel und oft las von Atom- und Wasserstoffbombentests, dass man darauf auch das schlechte Wetter oder so zurückgeführt hat. Also es herrschte einfach eine enorme Skepsis in der Bevölkerung gegenüber dieser Wissenschaft, weil man nicht wusste, was passiert eigentlich in dieser Wissenschaft, was macht die, und die stellt ja nur Bomben her. Also man kann durchaus sagen, das war ein Stigma, das auf dieser Wissenschaft lastete. Und es war eine Wissenschaft mit Todesfolge. So ist sie ja in Erscheinung getreten zuerst. Und deswegen haben sich viele der Göttinger 18 und viele westdeutsche Kernphysiker seit langem darum bemüht, in Interviews, in Vorträgen, in Büchern, wir hatten vorhin das von Robert Jung erwähnt, der Kernforschung ein ganz anderes Image zu verpassen, um auch eine andere Assoziation zu wecken, eine positive, nämlich das, was Otto Hahn stets als die segensreiche Wirkung von Kernkraft bezeichnet hat. Also, dass man bei Kernkraft eben nicht mehr nur an Atomwaffen denkt, sondern vielleicht sogar in erster Linie auch an Kernkraftwerke, also an energiespendende Infrastrukturen, an einen Motor des menschlichen Fortschritts und der westlichen Zivilisation. Ja, also eine regelrechte Kernkraftutopie, ja, indem man dann kerngetriebene Schiffe, Flugzeuge hat, sogar kerngetriebene Automobile. Ja, das war so die Idee, die sehr viele auch der Göttinger 18 vertreten haben, dass man ein anderes Image eben erzeugt von dieser Kernkraft und sagt, es sind nicht nur die todbringenden Bomben. Das war so das allgemeine Problem der Kernphysik. Aber die westdeutsche Kernphysik im Besonderen hatte noch mehr Probleme. Und davon lag eins eben sehr stark im Zusammenhang mit diesem Kernkraftzentrum, was gebaut werden sollte. Und zwar hatten viele Wissenschaftler in Westdeutschland bei Auslandsaufenthalten oder Gesprächen mit ausländischen Forschern und Kollegen den Eindruck gewonnen, dass da ein enormes Misstrauen herrschte gegenüber diesem Kernkraftzentrum, weil man nicht wusste, was passiert denn eigentlich mit diesem Zentrum? Wird das irgendwann missbraucht für militärische Aktivitäten der Regierung? Und Konrad Adenauer erweckte jetzt ja genau diesen Anschein, auch zusammen mit seinem Verteidigungsminister, das war damals Franz Josef Strauß, die tatsächlich mit dem Gedanken spielten, die Bundeswehr eben mit Atomwaffen auszurüsten. Und deswegen herrschte dort ein enormes Misstrauen, ob nicht dieses Kernforschungszentrum auch benutzt wird für militärische Forschung. Und die westdeutschen Kernphysiker hatten immer Angst, eine große Furcht, dass das alliierte Besatzungsstatut genutzt wird, um Kernforschung zu verbieten. So war das ja auch einige Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg der Fall gewesen. Das heißt, es war immer die Angst vorhanden, dass vielleicht dieses Misstrauen im Ausland gegenüber der deutschen Wissenschaft im Kernphysikbereich dazu führt, dass diese ganze Forschung vielleicht verboten wird. Und eine zweite Sache ist Ihnen aufgefallen, ganz gleich, ob das tatsächlich so gewesen ist, aber es war der Eindruck, den die westdeutschen Kernphysiker gewonnen hatten, nämlich, dass ihnen der Nachwuchs abhanden kommt. Also auch das wird ja in der Göttinger Erklärung in einem Nebensatz kurz gestreift zumindest.
dass viele sich offenbar gar nicht mehr in diesen Bereich hineinwagen wollten, weil sie Angst hatten, mit militärischer Forschung in Berührung zu kommen. Ja, also die westdeutschen Kernphysiker hatten also Angst, dass die ganzen talentierten, klugen Köpfe, die in der Bundesrepublik studierten, dass sie nicht mehr in die Kernphysik gehen würden, weil sie einfach mit dieser Atombombenforschung, wenn sie so wollen, irgendetwas zu tun haben wollten. Und wenn Sie noch mal schauen, auch das haben wir ja schon gehört, innerhalb der Göttinger 18 gab es ja eine Gruppe, die im Wesentlichen diese Erklärung angestoßen hat. Und dazu gehört zum Beispiel Werner Heisenberg, der war Direktor eines Max-Planck-Instituts. Dann haben wir Walter Gerlach, der war Vizepräsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Und wir haben Otto Hahn, der war sogar Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, also einer riesigen Wissenschaftsorganisation. Das heißt, unter den Göttinger 18 waren sehr viele Wissenschaftsmanager, die also sehr daran interessiert waren, dieses Fach auch nach vorne zu bringen, wenn Sie so wollen. Und die Göttinger Erklärung bot eine Möglichkeit, eine Gelegenheit, auf all diese Probleme zu reagieren. Und zwar wollte man nämlich vor aller Welt gewissermaßen bezeugen und klar machen, verdeutlichen, sicherstellen, dass keiner befürchten musste, dass dieses Kernforschungszentrum irgendetwas mit Atomwaffen zu tun haben würde. Und wenn man dann unter diesem Aspekt, vor diesem Hintergrund noch einmal den anfangs zitierten Satz liest, dass sie wollen, dass man freiwillig auf den Besitz von Atomwaffen jeder Art verzichtet. Ja, das sollte die Regierung tun. Und sie selbst haben ja bezeugt, dass sie sich weder an der Herstellung der Erprobung noch dem Einsatz von Atomwaffen in irgendeiner Weise beteiligen würden. Ja, also das war ein Bekenntnis, das sie abgelegt haben in dieser Göttinger Erklärung. Und die hat ihnen eben eine willkommene Gelegenheit geboten, zum damaligen Zeitpunkt dies zu tun. Und in diesem Zusammenhang fällt ja noch ein anderer Satz auf, der letzte Satz der Göttinger Erklärung, der oft untergeht, und der lautete ja, Zitat, gleichzeitig betonen wir, dass es äußerst wichtig ist, die friedliche Verwendung der Atomenergie mit allen Mitteln zu fördern. Und wir wollen an dieser Aufgabe wie bisher mitwirken. Und an diesem Punkt, um in dieser Reihung zu bleiben, war die Göttinger Erklärung eben nicht nur eine Erklärung gegenüber der Öffentlichkeit, sie war auch nicht nur eine Göttinger Aufklärung, sondern sie war auch eine Göttinger Verklärung, nämlich der zivilen Kernenergie. Und zwar haben die Göttinger 18 ja eine Trennung suggeriert, die so gar nicht möglich ist, ne? Dass man einfach trennen kann zwischen auf der einen Seite militärischer, schlechter Kernkraft und auf der anderen Seite ziviler, friedlicher, guter Kernkraft. Denn, und das haben auch einige der Göttinger 18 selbst an anderer Stelle gesagt, jedes Kernforschungszentrum sei schon eine Sprengstofffabrik. Und gleichzeitig hat man auch die Risiken unterschlagen, also zumindest hier in der Göttinger Erklärung eben nicht erwähnt, dass ja auch Forschungsreaktoren explodieren können. Auch das hatten sie damals diskutiert. Oder was eigentlich passiert mit den radioaktiven Abfällen. Also eine Sache, die bis heute nicht geklärt ist, damals aber auch schon bekannt war. Also es ist nicht so, dass wir jetzt aus der komfortablen Retrospektive sagen können, naja, wir wissen ja inzwischen, was das alles für Probleme verursachen kann, sondern das war den Göttinger 18 einigen zumindest von ihnen auch bekannt. Und die haben das aber in der Öffentlichkeit durchaus bewusst nicht erwähnt. Und einfach um dieses geschlossene Bild von guter, friedlicher Kernkraft zu zeichnen. Und um damit abzuschließen, die Göttinger Erklärung war eben einfach mehrdeutig. Ja, in ihrer Wirkung war sie ein ganz wichtiger Beitrag für die Meinungsbildung. Ja, man hat eine andere Perspektive auf die Regierungspolitik geworfen. Man hatte eben andere Facetten erwähnt, die Adenauer so zumindest nicht erwähnt hatte. Und aufgeklärt, was es eigentlich mit diesen Atomwaffen auf sich hatte, von denen Adenauer sprach, und damit auch einen Diskurs angestoßen. Das war die Göttinger Erklärung in ihrer Wirkung. Aber in ihrer Entstehung und in den Ursachen war sie einfach ein Bestandteil von Interessenpolitik der westdeutschen Kernphysiker. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die beiden Vorträge. Ich würde gerne noch mal versuchen, die Zeitspanne sozusagen von 1938 bis 1957 mit Ihnen ein bisschen näher zu beleuchten. Herr Schaub hatte ja eingangs vorgelesen aus den Briefwechseln zwischen Lise Meitner und Otto Hahn.
Und natürlich ist immer wieder in der Wissenschaftsgeschichte der Punkt angesprochen worden, war es eigentlich gerechtfertigt, dass Otto Hahn alleine den Nobelpreis bekommen hat. Nun weiß ich nicht, ob Ihre Forschungen dazu sozusagen ein endgültiges Urteil ermöglichen, Herr Hoffmann, aber ich glaube, es wäre ganz wichtig, dass Sie dazu noch mal was sagen, wie sozusagen da die Verhältnisse sich entwickelt haben. Ich habe dazu selbst nicht geforscht, aber mein Kollege Mark Walker und meine Kollegin Ruth Seim haben dazu in den letzten 10 Jahren oder vor 10 Jahren etwa einen bis heute gültigen Artikel dazu geschrieben. Und es ist ganz klar, dass die einseitige Auslobung des Nobelpreises für Otto Hahn sozusagen ungerecht war. Vor allen Dingen gegenüber Lise Meitner, aber auch gegenüber Fritz Strassmann zum Beispiel, der anscheinend mitgearbeitet hat. Aber das sind sozusagen Dinge, die auf die auch Interessensituation im Nobelkomitee zurückgeht. Und auch sozusagen mit der starken Sicht sozusagen oder der starken Prägung der Wissenschaft durch männliche sozusagen Wissenschaftler zusammenhängt. Die Zahl der Frauen ist ja sozusagen bis heute deutlich unterrepräsentiert. Also man kann eindeutig sagen, das ist sozusagen eines der unrechten Dinge, die sozusagen im Zusammenhang mit dem Nobelpreis passiert sind. Bleiben wir gleich mal bei der Zeit Anfang der 40er Jahre. Herr Lorenz hat ja sozusagen gegen Ende sogar von einer Verklärung der guten Kernkraft gesprochen. Es war ja so, dass es schon Anfang der 40er Jahre zumindest einen, wenn auch kleineren, Unfall in dem Leipziger Reaktor gegeben hat, der eigentlich schon zeigte, dass jedenfalls hier durchaus größere Gefahren, wenn auch vielleicht noch nicht ein GAU sozusagen eintreten kann. Hat man das bei dieser ganzen Umorientierung, von der Sie ja gesprochen haben, 1942 wurde ja entschieden, sozusagen wir bauen jetzt oder versuchen nicht die Bombe zu bauen, vielleicht weil wir es auch nicht können, sondern gehen in Richtung Reaktortechnologie, die dann aber auch nicht, wie Sie ja gezeigt haben, zum Erfolg führte. Aber hat dieser Unfall irgendeine Rolle gespielt im weiteren Verlauf? Also eigentlich nicht. Das war sozusagen wurde als Betriebsunfall gewertet. Das war ja auch kein nuklearer Unfall, nicht? Das war sozusagen so eine Art Knallgasexplosion, um es mal ein bisschen einfacher zu sagen. Aber es zeigte, dass mit solchen Dingen zu experimentieren nicht ungefährlich ist. Nicht? Aber da würde man vielleicht sagen, in der amerikanischen Entwicklung, nicht? Also im Manhattan-Projekt in Los Alamos und so, da gab es natürlich viel, viel ernstere sozusagen Unfälle, die aber auch nicht in dem Sinne ausgewertet wurden, weil man sozusagen strikt auf den Erfolg der Entwicklung einer Atombombe aus war und alles andere sozusagen als hinzunehmende Risiken oder auch sozusagen Defizite bewertet hat. Was war denn Ihrer Meinung nach der entscheidende Unterschied zwischen dem, was in Deutschland passierte? War es ein Mangel an Rohstoffen, Mangel an entsprechenden Unterstützungen, Infrastrukturen im Vergleich zum Manhattan-Projekt? Oder waren es auch Personen wie Oppenheimer, der ja sozusagen geradezu als ein Guru dieser Entwicklung vielfach gesehen wurde? Wo würden Sie die entscheidenden Unterschiede sehen, die sich dann im Laufe der 40er Jahre ergeben haben? Wenn der entscheidende Unterschied würde ich sehen, dass das Potenzial in Deutschland und in Amerika doch sehr unterschiedlich waren. Amerika war ein großes, sowohl wissenschaftlich, technisch als auch industriell und auch wirtschaftlich sozusagen vermögendes Land. Deutschland in dem Sinne nachgeordnet. Vor allen Dingen wenn es eine wirklich ähnliche Entwicklung gegeben hätte, hätte die sozusagen im Zeichen des Bombenkriegs geschehen müssen. Und der entscheidende Knackpunkt 42 war natürlich, da standen keine moralischen Bedingungen hinter, sondern erstens die Tatsache, dass man in Deutschland von militärischer Seite eben der Blitzkriegsstrategie verfangen war und damit alle Entwicklungsarbeiten militärtechnische Entwicklungsarbeit, die sozusagen über einen Horizont von etwa einem Jahr hatten,
sozusagen auf die Zeit später, also auf den Endsieg sozusagen. Nicht? Man hat es ja nicht beiseite gelegt. Das war sozusagen ein entscheidender Unterschied. Und auch in dem Bewusstsein, dass eben doch die sowohl wissenschaftlichen als auch industriellen Ressourcen Deutschlands dafür wahrscheinlich nicht ausreichen würden. Das war die Meinung der Wissenschaftler auch. Und also die Wissenschaftler haben nie sozusagen vor der Entscheidung gestanden, nicht? Also das zu machen oder nicht. Das wurde ihnen sozusagen von den Rahmenbedingungen sozusagen abgenommen. Und von der Motivation her waren wahrscheinlich auch die, würde ich mal sagen, ohne jetzt hier da so psychologisieren zu machen, in Amerika waren die war die treibende Kraft wo wissenschaftlich von Wissenschaftlern, die sozusagen teilweise emigriert waren, also die von der Gefährlichkeit des Hitlerfaschismus, dass sie überzeugt waren und Hitler sozusagen zuvorkommen wollten mit so einer Entwicklung, weil sie wussten, das Land, das sozusagen Atomwaffen hat, ist unangreifbar. Und das ist sicherlich auch eines der Motive, das dann in den 50er Jahren in Deutschland auf Seiten der Politik, also gerade bei solch einem machtbewusst agierenden Politiker wie Strauß, also sozusagen nicht außer Acht gelassen werden kann. Das heißt, hier waren sozusagen ganz andere Motivationen da. Und zum anderen dann hatte man sich entschieden, eben dieses Raketenprojekt, nicht, was ja, ich würde mal sagen, das deutsche, also vor zwei, das war das deutsche Manhattan-Projekt. Zwei solche Projekte von dieser Größenordnung hätte Deutschland sozusagen nicht schultern können. Nicht? Und man hat ja, aber es gab ja durchaus den Bau etwa einer Schwerwasseranlage in Merseburg und eine ganze Reihe von solchen Dingen, weshalb ja auch, nach dem, was ich jedenfalls weiß, Niels Bohr bei der Begegnung mit Heisenberg hinterher durchaus überzeugt war, dass Heisenberg an einer entsprechenden Atomwaffe arbeitet. Also insofern, zumindest sagen wir Anfang der 40er Jahre, war da durchaus noch viel, zumindest an Erwartungen da oder ja, Befürchtungen da. Also er hat ja auch recht gehabt. Heisenberg hat ja in dieser Richtung gearbeitet, nicht? Also das waren ja sozusagen keine Dinge, die falsch waren oder illusionär waren. Bloß das Ausmaß des deutschen Projektes, wenn man die Finanzierung sich vergleicht mit dem, was in Amerika, das waren um Größenordnung geringere. Nicht? Es war sozusagen auch in Deutschland, das ist ja das, was man dann auch in Farm Hall und danach verklärt hat, wir haben ja gar nicht daran gearbeitet. Das stimmt nicht, nicht. Man war bloß in einem viel früheren sozusagen Entwicklungsstadium und hat sozusagen 1942, wo die Amerikaner es beschleunigten und dieses Manhattan-Projekt mit 2 Milliarden Dollar, nicht, das war eine damals unvorstellbare Summe, hat man sozusagen mit einem, ich weiß nicht, ich habe irgendwo, es gibt eine Zusammenstellung, nicht? In Deutschland waren das sozusagen Millionen Reichsmark, aber nicht Milliarden. Ja, Herr Lorenz, Sie haben ja auch sehr stark nochmal auf den Aspekt abgehoben, Verantwortung der Wissenschaft. Und sowohl Otto Hahn als auch Karl Friedrich von Weizsäcker haben ja immer wieder betont, dass sie niemals, selbst wenn sie an einer entsprechenden Atomwaffe gearbeitet hätten, diese wiederum Hitler und seinen Militärs überlassen würden. Vorhin wurde ja eigentlich deutlich, dass es nicht nur eine Frage war, man wollte nicht, sondern man hatte auch vielleicht gar nicht die Möglichkeiten. Wie würden Sie das von heute her sehen? Ich denke, dass der Uranverein war ja auch ein Refugium für die Wissenschaftler. Und ich glaube, einerseits jemand wie Heisenberg hatte natürlich auch vielleicht Angst zu scheitern. Man war dann doch irgendwie auch skeptisch eingestellt. Was passiert eigentlich, wenn wir dem Regime jetzt eine Waffe versprechen, die wir gar nicht herstellen können? Und das, glaube ich, war, ne, also wie wir eben schon gehört haben, zu Recht, hat sich für die Wissenschaft ja gar nicht diese Frage gestellt, ob sie ein solches Projekt schultern sollen, weil erstmal die Priorität ganz woanders lag. Und
Zweitens hatten Sie eben auch errechnet, dass Sie das gar nicht hinbekommen würden mit den Ressourcen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Und interessant ist allerdings das Atomwaffenpatent, von dem wir vorhin gehört haben, das Karl Friedrich von Weizsäcker einreichen wollte oder eingereicht hat. Und da zeigt sich ja auch doch irgendwie eine sehr interessante Perspektive, dass jemand wie von Weizsäcker zumindest mit dem Gedanken gespielt hat, wenn man zumindest vorgibt, man wüsste, wie eine solche Waffe funktioniert, ob man dann nicht auch daraus politischen Einfluss ableiten kann, wenn man zumindest in der Lage wäre, das zu suggerieren, eine solche Waffe herzustellen, ob sich daraus nicht auch politisches Kapital schlagen ließe, weil er selber später auch relativ freimütig zugegeben hat, dass er mit dem Gedanken gespielt hat, quasi mit diesem Atomwaffenpatent in das Führerhauptquartier zu marschieren und zu sagen, okay, wir wissen, wie das läuft und vielleicht können wir dadurch die politische Führung auch beeinflussen. Und alleine dieser Gedanke ist, glaube ich, schon sehr riskant und zeigt auch, welche Überlegungen damals auch stattgefunden haben unter den Kernphysikern, dass das überhaupt auch in dieser Form diskutiert worden ist. Es war ja genau die Zeit, in der dann auch tatsächlich die Gründung der ganzen Kernforschungszentren, Sie haben Karlsruhe erwähnt, aber es war ja auch Jülich, es war dann wenige Jahre später die entsprechende Kernforschungsanlage für Schiffbau, GKSS in Geesthacht, dann für die Strahlung und Strahlenverseuchungsdinge, GSF in München. Also es wurde ja ein ganzer Strauß nationaler Forschungszentren gegründet mit maßgeblicher konzeptioneller Beteiligung genau der Personen, die auch die Göttinger Erklärung unterschrieben haben, ne? Genau, also das ist ein sehr deutlicher Zusammenhang, finde ich. Und die Leute, also zum Beispiel der wissenschaftliche Leiter des Karlsruher Zentrums, Karl Wirz, war ja selber einer der Unterzeichner und hat dann später auch in einem Buch geschrieben, dass seiner Meinung nach die Göttinger Erklärung schon einen wichtigen Beitrag geleistet hat, um die Skepsis zu nehmen vor diesem Kernforschungszentrum. Was ja umgekehrt heißt, dass diese Skepsis damals auch ein in der Wahrnehmung zumindest der Atomwissenschaftler ein großes Problem gewesen ist. Und viele von ihnen haben dann später auch gesagt, sie seien gar nicht sicher, ob sie die Göttinger Erklärung nochmal unterzeichnen würden. Die ist auch sehr überhastet dann zustande gekommen. Und es hätten auch durchaus Göttinger 20 sein können. 1, 2, 3 Leute waren damals nicht erreichbar. Manche haben dann nur schnell telefonisch ihre Zusage gegeben. Also insofern kann man schon sagen, dass die wesentlichen Leute damals in der westdeutschen Kernphysik auch an der Göttinger Erklärung beteiligt gewesen sind. Und das ist schon ein sehr, sehr deutlicher Zusammenhang. Nun ist ja die Diskussion, Herr Hoffmann, nicht erst mit der Göttinger Erklärung in Gang gekommen. Also es gibt ja bereits aus den frühen 50er Jahren von Philosophen, Theologen sozusagen entscheidend. Ich denke an Romano Guardini zum Beispiel, der genau in der entsprechenden Rede über die Macht das zum Thema gemacht hat, wie sehr der Mensch quasi gerade auch der Kernphysiker in der Funktion oder in der Rolle eines Zauberlehrlings ist. Er hat die Kräfte, die er da freigesetzt hat, selber nicht überblickt und sieht sich plötzlich in einer Situation, wo Dinge sich völlig verselbstständigen, sodass sozusagen neue technische Möglichkeiten als nicht beherrschbar wahrgenommen werden. Wie ordnen Sie das ein? Ja, also es war klar, also die Freisetzung der Atomenergie durch die Atombombe, das wurde sofort sicherlich wahrgenommen als ein Scheideweg der Menschheit. Nicht? Weil sozusagen damit der Menschheit erstmals in ihrer Geschichte ein Mittel in die Hand gegeben wurde, sich selbst auszulöschen. Und das wurde natürlich breit rezipiert. Und unter anderem, Sie sagten Giardini oder es gab ja auch sozusagen Karl Jaspers, hat dazu ein Buch geschrieben. Und hier möchte ich vielleicht doch nochmal eine fast sozusagen Gegenposition zu Herrn Lorenz einsehen. Ich bin mir nicht überzeugt, ob das, was Sie sagen, stimmt natürlich. Aber Herr Kohl, wir sind ja etwa gleichaltrig, aber wir sind im Grunde aufgewachsen mit diesem Bild des Atomzeitalters. Und das war ja positiv besetzt. Nicht, dass ich Physik studiert habe, hängt mit Einstein und mit dem Atomzeitalter zusammen. Also ich bin 1948 geboren. Nicht? Und insofern denke ich, kann es nicht nur diese Kritik gewesen sein,
sondern es war auch klar, dass mit der Kernspaltung der Menschheit im Grunde auch eine Möglichkeit gegeben ist, sozusagen das Paradies auf Erden zu schaffen, sage ich mal. Nicht? Und so waren die Darstellungen in meiner Schulzeit. Also ich bin im Osten groß geworden, nicht? Da war es noch stärker kanalisiert und die Bombe wurde ein bisschen im Grunde weggedrückt oder zu propagandistischen Zwecken genutzt. Also insofern weiß ich nicht, ob sozusagen dieses Bild, was Sie haben, so in dieser Totalität wirklich sozusagen zustimmend ist. Also es gab eben auch neben aller Kritik oder aller Bedenken, die sich sozusagen in der Vernichtung darstellte, doch viel Positives und sozusagen Euphorien. Sie sprachen davon nicht. Die Darstellung ging davon, dass man irgendwie einen kleinen Atom, also ich kann an ein Buch anknüpfen, das wir sozusagen aus guten Gründen sozusagen als Oberschüler bekamen, mit 14 Jahren, wo der Atomreaktor in der Küche war, nicht? Und Atomstädte im unwirklichen Regionen beheizt wurden und was auch immer, nicht? Also dieses Bild wurde da entgegengesetzt. Und es wurde sozusagen bemüht, natürlich diese negative Sachen im Grunde wegzuhalten. Es ist auch interessant, ich weiß nicht, es gibt meiner Sicht keine Untersuchung, die sozusagen mal analysiert, die Kritiker der sozusagen Göttinger 18 oder die genau die Probleme, die Sie darauf verwiesen, dass es eben in der Atomentwicklung auch sozusagen negative Seiten gibt. Naja, also der Reaktor in der Küche, den Sie gerade schildern, aus einem, nehme ich mal an, Kinderbuch der DDR, da gab es das entsprechende mit Walt Disney, das Jugendbuch Mein Freund, das Atom. Nicht? Das war ja die gleiche Annahme, das ist alles eine wunderbare neue Gestaltungsmöglichkeit. Und in der Tat, Herr Lorenz, hat das natürlich eine große Rolle gespielt in den 50er und frühen 60er Jahren, die junge Generation, das haben Sie ja im Grunde auch mit angesprochen, für diese Bereiche zu begeistern. Dann kam allerdings im Laufe der frühen 70er Jahre der große Knick. Und genau die eben aufgezählten Forschungszentren verloren praktisch ihren Kern im wahrsten Sinne des Wortes, weil Kernforschung sozusagen Schritt für Schritt nicht mehr weiter betrieben wurde. Auch die weitere Entwicklung von Forschungsreaktoren doch ins Stocken geriet. Dann für diese großen 3 bis 4, zum Teil sogar fast 5000 Leute beschäftigenden Zentren wie Karlsruhe und Jülich kam diese sogenannte Diversifizierungsstrategie, also ein völliges Abwenden von der riskanten Kernforschung hin zu Biotechnologie, Umweltforschung, Gesundheitsforschung, alle möglichen Bereiche wurden plötzlich aufgemacht. Dieser Wandel ist natürlich schon einer gewesen, der gerade diese Generation der Physiker dann auch total desillusioniert hat. Wie haben Sie das wahrgenommen? Also tatsächlich vieles, den Physikern, die vorher ausgebildet worden waren, auch sehr schwer, sich dann von der Technologie zu distanzieren. Und Karl Friedrich von Weizsäcker zum Beispiel hat, ich glaube auch erst Ende der 70er oder der 80er Jahre, dann auch der Kernkraft eine Absage erteilt. Also diese Euphorie, es war natürlich, wie Sie ja sagen, ne, zwei völlig unterschiedliche Generationen. Die einen hatten diese Euphorie. Dazu vielleicht mal den Punkt. Also ich sehe gar nicht so den Widerspruch. Natürlich muss man sagen, also erstens ist die Göttinger Erklärung, glaube ich, zu einem Zeitpunkt erdacht worden, zumindest wo diese Euphorie noch nicht ganz so stark war, wie einige Jahre später vielleicht. Und zweitens muss man auch die politische Situation mit einbeziehen. Und zwar veränderte sich ja auch oft die Einstellung zur Kernkraft. Das Wenige, was man aus Umfragedaten der damaligen Zeit weiß, Ende der 50er Jahre, dass zum Beispiel vor der Göttinger Erklärung unmittelbar, im Jahr davor, gab es ja viele internationale Krisen, wo man gedacht hat, das könnte jetzt zum Dritten Weltkrieg führen. Und dann war natürlich ein großes Problem die Blockkonfrontation mit zwei Mächten, die über Atomwaffen verfügten. Und das war, glaube ich, schon ein Punkt, der zum Zeitpunkt der Göttinger Erklärung sehr, sehr präsent war und der vielleicht dann diese euphorischen Gedanken, die jetzt überhaupt gar nicht vorhanden gewesen wären, aber die er überdeckt hat. Und das, glaube ich, war damals schon eine virulente Empfindung. Und
Klar, also diese Atomeuphorie ist ja dann auch stark durch die Göttinger 18 befördert worden und ist nicht so, dass sie nicht vorhanden gewesen wäre. Aber trotzdem hatten zumindest die Atomwissenschaftler, und das ist ja ein Unterschied, wie es gewissermaßen in Wirklichkeit war und wie die Atomphysiker der Göttinger Erklärung gedacht haben, die hatten schon den Eindruck, dass da eine enorme Skepsis geherrscht hat. Herr Hofmann? Ich würde aber hier noch mal einen Aspekt hinweisen. Sie wiesen auf diese internationalen Krisen, 56, Ungarn und andere Sachen hin. Insofern fehlt mir doch sozusagen in Ihrer Darstellung, Herr Lorenz, ein Aspekt, nämlich der des Kalten Krieges. Dass diese Göttinger Erklärung auch ein Faktor sozusagen in dieser Systemauseinandersetzung wurde oder instrumentalisiert wurde. Denn nämlich nicht zufällig gibt es im Prinzip wenige Wochen danach eine ähnliche, nicht so prominente Erklärung von DDR-Wissenschaftlern, die eben auch ähnlich wie ein Großteil der Göttinger 18 auch in Atomprojekten waren, nicht so sehr des Uranfeilens, aber die in der Sowjetunion sozusagen als gearbeitet haben. Nicht? Und das war im Grunde ich kenne das zum Teil aus eigener Erfahrung, weil ich einige Leute persönlich kannte, eine direkte Reaktion, auch eine politisch sozusagen gewollte und instrumentalisierte Reaktion. Sicherlich. Also es gab ja 1955 auch die Meinauer Kundgebung. Die hat sich ja, also die zeichnete sich dadurch aus, dass sie ausschließlich von Nobelpreisträgern unterzeichnet worden ist. Die Göttinger Erklärung, da waren ja nicht alle Nobelpreisträger, aber die Meinauer Kundgebung aus dem Jahr 55, die richtete sich ja gewissermaßen an alle Regierungen weltweit. Und Otto Hahn, der diese auch unterzeichnet hat, war doch sehr enttäuscht über die Wirkung dieser Meinauer Kundgebung, die Ähnliches sagte wie die Göttinger Erklärung. Und da merkt man natürlich schon auch, sicherlich auch dieses Ziel, den Kalten Krieg als Kontext zu begreifen. Aber viele der Göttinger 18 haben ja auch zurückgeschreckt davor, politische Statements abzugeben. Und ich sehe auch immer noch nicht den Widerspruch, also weil jemand wie Karl Friedrich von Weizsäcker, der im Wesentlichen auch die Göttinger Erklärung mitgeschrieben hat, hatte ja auch das Motiv, politische Stellungnahmen abzugeben. Also als eine Art, überspitzt jetzt gesagt, Philosoph des Atomzeitalters. Und das hat er mit dieser Göttinger Erklärung natürlich auch machen können. Und das war natürlich dann der Kontext des Kalten Kriegs, in dem das auch stattfand. Aber ich glaube nicht, dass das für viele das zentrale Motiv gewesen ist. Oder es gab ja auch jemanden wie Max Born, der zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr geforscht hat, aktiv in der Kernphysik oder der sich eigentlich zurückgezogen hatte. Und der hatte die für sich selber zum Beispiel auch die Mission gefasst, weil viele seiner Schüler waren dann in dem Manhattan-Projekt beteiligt gewesen, waren zentrale Köpfe gewesen bei der Entwicklung der Atom- und der Wasserstoffbomben. Und jemand wie Max Born hat zum Beispiel gesagt, dass man tatsächlich eine Verantwortung hat, als Wissenschaftler gegenüber seinen Schülern mitzuteilen, dass man sich als Wissenschaftler vielleicht nicht an allen Projekten beteiligt. Und das konnte dann jemand wie Max Born auch in einer solchen Göttinger Erklärung bewirken. Ja, ich wollte hier vielleicht doch nochmal ergänzen, also unter allen Motiven oder Kontexten, die Sie erwähnt hatten und denen ich zustimme, ich würde sie teilweise anders bewerten, fehlt mir doch sozusagen das durchaus auch eine moralische gab, also diese Verantwortungs-, also es war nicht nur instrumentalisiert, sondern das meine ich sozusagen auch, es gab einen Weg von Farm Hall nach Göttingen, nämlich 6 der Farm Haller waren Unterzeichner und man muss das ganz klar sagen, der Initiator war Karl Friedrich von Weizsäcker. Nicht? Weizsäcker war sowohl im Dritten Reich als auch dann der politische Kopf und man sagte immer auch, dass gute oder schlechte politische Gewissen von Werner Heisenberg. Und also das Beispiel Max Born, das Sie angeführt, ist so ein, meine ich, fast klassisches Beispiel, dass hier auch eine moralische sozusagen Komponente eben diese Problem der Verantwortung des Wissenschaftlers im Atomzeitalter, der sich grundsätzlich von dem unterscheidet, eben in der Zeit davor. Nun ist ja die Entwicklung von Weizsäcker selbst durchaus auch interessant, wie er im Laufe der 70er Jahre ja zum Teil ganz andere Positionen einnimmt und auch,
wenn dann endlich, muss man ja sagen, 1993 die Protokolle, die Abhörprotokolle über Farmhol veröffentlicht wurden, er und Bagge ja die einzigen noch Überlebenden waren, die das ja auch dann nochmal kommentiert haben. Wie sehen Sie denn die weitere Entwicklung von von Weizsäcker in diesem Kontext? Also Farmhol ist ganz interessant, weil da zeigen sich eigentlich schon an den Reaktionen der Leute, die Sie hatten das ja auch genannt, Sie waren dann verblüfft, dass diese Atomwaffe wirklich entwickelt worden ist. Also sie kam sehr überraschend und bei den entsprechenden, die bei den Göttinger 18 dann später dabei waren, kann man schon sehr stark die Muster ablesen, in denen sie sich auch verhalten haben. Also Karl Friedrich von Weizsäcker fing ja dann an, sofort die politische Dimension zu erörtern, dieser Atombombe. Ne? Sie hatten das ja genauso prägnant gesagt, dass die Menschheit in der Lage war, sich selbst auszurotten. Also eine völlig neue Dimension. Walter Gerlach zum Beispiel kam, glaube ich, in den Protokollen durch, dass zumindest auch die Bewacher oder die Gastgeber in Anführungszeichen den Eindruck hatten, dass der eher wie ein geschlagener General wirkte. Und da merkt man schon, der war getroffen, dass eben die amerikanischen Wissenschaftler dadurch ja viel erfolgreicher auch gewesen sind in ihrer Wissenschaft und dass er das als Niederlage empfunden hat. Und Werner Heisenberg hat ja sofort begonnen, das mathematisch, physikalisch irgendwie zu deuten, einzuordnen. Und das zeigt ja auch wieder diesen Erkenntnis-Ehrgeiz oder auch diese Erkenntnisfreude von Heisenberg, die sich aber in unterschiedliche Richtungen natürlich auch unterschiedlich positiv oder negativ auswirken kann. Und Otto Hahn war ja auch erschüttert von der Meldung, dass die Atombombe entstanden ist, weil er ja quasi die Initiative gegeben hatte mit der Kernspaltung 38 und deswegen ja auch immer als Vater des Atomzeitalters gilt. Und ich glaube, das hat ihn auch natürlich sehr belastet, dass jetzt diese Waffe im Raum stand und sein Lebenswerk quasi auch damit zumindest teilweise verknüpft war. Also er ist fürchtete, in Tränen ausgebrochen, als er das erfahren hat. Er fürchtete sozusagen, also die Bewacher fürchteten, dass er Selbstmord begangen hat. Und Lauer war als wo, der ihm sozusagen dann in der Nacht und Heisenberg fühlte sich zweitklassig. Nicht? Das war für so einen ehrgeizigen Physiker wie Heisenberg, der immer Erster sein wollte, bei allem, selbst beim Tischtennis spielen, war das sozusagen fast eine intellektuelle Katastrophe, muss man sagen. Nicht? Und dass er dann innerhalb von 10 Tagen einen Vortrag hielt, um sozusagen physikalisch zu erklären, was das war, ist bezeichnend für ihn. Nicht? Ja, ich darf mich bei Ihnen, Herr Hofmann, und bei Ihnen, Herr Lorenz, nochmal ganz herzlich bedanken, auch bei Ihnen, Herr Schaub, für das Lesen. Und ansonsten freuen wir uns, Sie bei nächster Gelegenheit hier wiederzusehen. Vielen Dank und einen schönen Abend.